Hey, in diesem Video rede ich über ein Erfolgstagebuch, warum ein Erfolgstagebuch ein super Instrument ist, um dich zu reflektieren und dich wahnsinnig gut nach vorne bringt. Also bis gleich in dem Video. Hey, willkommen in diesem Video. Erfolgstagebuch ist mein Thema und für mich persönlich, ich habe mehrere Erfolgstagebücher bearbeitet und ich möchte dir heute ein Modell vorstellen, was ich kennengelernt habe und was ich dir wirklich sehr empfehlen kann. Es hat mir gute Dienste geleistet und ich habe wirklich schön damit gearbeitet und konnte damit super reflektieren. Und dieses Erfolgstagebuch ist ungefähr so aufgebaut, wie ich das hier schon vorgeschrieben habe. Es gibt dort die Möglichkeit, sich darüber verschiedene Notizen und zwar am Ende des Tages zu machen. Also du investierst am Ende des Tages, ich sag mal 5 Minuten vielleicht, um dir über bestimmte Dinge Gedanken zu machen, also innezuhalten. Vielleicht ist es vom Schlafengehen, ich habe das immer so gepflegt und habe das vor dem Schlafengehen eingetragen. Und zwar dann, wenn ich sozusagen noch mit mich erinnert, was war eigentlich heute? Was ist heute Tolles passiert? Und es geht eigentlich darum, dass wir es trainieren, sozusagen, uns genau in diesen Bereichen selber zu reflektieren und Feedback zu geben. Wofür bist du dankbar? Wofür bin ich dankbar? Also wenn ich dort 3 Dinge jeden Tag aufschreibe, für die ich wirklich dankbar bin, dann hilft es mir und ich werde mir bewusst darüber, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die nicht jeden Tag automatisch mir immer wieder so im Sinn sind, für die ich dankbar bin. Und Dankbarkeit, dazu werde ich nochmal ein extra Video machen, ist wirklich etwas, was wir vielleicht in Deutschland gar nicht so sehr mit der Muttermilch aufgesogen haben und wo ich sehr schöne Erfahrungen gemacht habe, welche Dinge mir dort über viele, viele Wochen, insgesamt 100 Tage immer wieder, ich bin ja gefordert, ne? Du hast das Buch vor dir und du musst wirklich hingehen, um nicht immer dasselbe reinzuschreiben und überlegst, was du wirklich an tollen Dingen erlebt hast und für die du dankbar bist. Dann gibt es ein Tagesthema, das du einträgst, was du heute erreicht hast. Also was hast du erreicht? Ja, auch das ist uns ja nicht immer bewusst, was wir denn heute schon Tolles umgesetzt haben, welchen Schritt wir gegangen sind. Haben wir endlich mal was gelöst, was monatelang vielleicht oder wochenlang rumgelegen ist? Haben wir im Projekt den nächsten Schritt gemacht? Haben wir mit tollen Menschen gesprochen? Etc. etc. Ein Learning. Was hast du heute gelernt? Also wenn du dich abends hinsetzt und wirklich drüber nachdenkst, was ist eine Erkenntnis? Also im Sinne von gelernt, ja, auch eine Erkenntnis oder ein Aha-Erlebnis. Wo hat es Klick gemacht? Wenn du das notierst, ist das sehr, sehr hilfreich. Ebenso, auch so ein typisch deutsches Thema, darüber habe ich heute gelacht. Ohne Scheiß, das ist die Rubrik gewesen, die in meinen 100 Tagen mir am meisten, da musste ich am meisten überlegen, wo ich heute gelacht habe. Das ist eine Erkenntnis, Leute. Ihr lebt mich ja wahrscheinlich in den Videos hier nicht unbedingt mit einem Stock im Hintern, aber wo gehen wir mal wieder richtig und haben herzhaft gelacht oder über eine Situation gelacht? Warum nicht auch über uns selber? Ja, genau. Und diese Frage beschäftigt mich. Also da ist der Sinn und Zweck dahinter, dass wir eine Fragestellung haben, die wir sozusagen an unser Unterbewusstsein übergeben. Na, wenn ich diese Frage, bevor ich sie da hinschreibe, muss ich mich ja damit auseinandersetzen. Ich muss darüber nachdenken. Was beschäftigt mich gerade? Und dann schreibe ich das auf. Und damit habe ich sozusagen ein Stück weit das Unterbewusstsein beauftragt, mir für diese Frage, die mich beschäftigt, eine Antwort zu bieten, zu zeigen,
mich aufmerksam zu machen, wie auch immer. Also, jetzt mein Buchtipp dazu und da werdet ihr ungefähr annähernd, ich glaube, das meiste, was ich jetzt hier so aufgeschrieben habe, wird auch in diesem Buch so wiederzufinden sein. Und das Buch heißt, das muss ich selber gucken, Denk dich erfolgreich. Ja? So heißt das Buch, Denk dich erfolgreich, dich erfolgreich. Here we go. Autor weiß ich jetzt nicht, aber das ist ein Arbeitsbuch, ein Erfolgstagebuch und ich werde im Video, unterhalb des Videos, mache ich dir einen Link rein, da kannst du das direkt finden und wenn du Bock drauf hast, auch direkt zu bestellen. Also, viel Spaß beim Ausfüllen. Ich freue mich, wenn du dann irgendwie diesen Schritt mal gehst und da auch mit arbeitest und wenn du mal Feedback schreibst. Ich würde es mir sehr wünschen, dann hau das hier unter das Video rein oder bei uns in der Facebook-Gruppe. Also, bis zum nächsten Video. Viel Spaß, viel Erfolg und von Herzen alles Liebe und Gute. Carsten, ciao. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich auf deinen Daumen und abonniere gerne den Kanal. Und mehr zu diesem Thema wirklich ausführlich findest du in meinem Webinar. Sicher dir den Platz. Den Link dazu findest du unter diesem Video.